Moin Leute, mein Name ist Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin unter der auf jenesgaming.de, meinem Minecraft-Server, und versuchen heute eine Runde das neue Jump'n'Run auf unserer Lobby zu machen oder zu bestehen. Ich habe ein bisschen rumprobiert, aber ich habe das geschafft, hier irgendwie rumzukommen. Das Ganze jetzt einfach mal, und es hat nicht funktioniert. Das heißt, wir fangen nochmal woanders an. So, vielleicht schaffen wir es ja hier, weiß ich nicht. Schauen wir mal. Ne, okay, wir müssen hier gucken. Genau, machen wir hier weiter. Schauen wir mal, ob wir das vielleicht schaffen. Ohne abzustürzen. Ich jetzt auch nochmal. Ich will aber nicht darunter. Ich will hier. Einmal. Zweimal. Okay. Das heißt, wir haben das nicht geschafft. Ja, können wir da durch? Nein. Okay. Also es ist eigentlich nicht mehr so schlecht, das zu machen, aber. Oh mein Gott, yeah, jetzt geschafft, geil. What the fuck? Geil. So, was haben wir denn jetzt hier? Ich glaube, wir machen wie die einzelnen Server. Von City Build hätte ich mal vorgeschlagen. Machen wir nicht die City Build Server. Dann. So, dann machen wir die City Build Server. Dann machen. Ist hier noch irgendwas? Eigentlich. Ich glaube nicht, dass hier noch was ist, oder? Nein. Doch, hier ist dann. Hier wird dann die Farmwelt kommen. 1 bis 3 Farmwelten. Verschieden natürlich. Mit Nether und so weiter. Hier ist noch ungeplante Spiele wahrscheinlich. So Minigames oder so. Gar nichts. Normalerweise. Genau. Hier ist gar nichts mehr. Dann machen wir. Hier auch nochmal irgendwas. Ist alle da unten, ey. Stirb, stirb, stirb. Okay, stirb nicht, auch nicht schlecht. Ich weiß nicht, was wir da machen. Also wir sind wir in der City Build, das heißt, wir müssen gucken, ob wir mit einem Command Block auf die Waves zugreifen, dann können wir da direkt eigentlich anfangen. Hier nicht, nein. Dass wir direkt mal den da wieder ummodifizieren. Hier kommen die Farmwelten rein, haben wir schon gesagt. Wo kommt der City Build hin? Wo kommt die City Build hin? Hier kommt City Build, glaube ich, hin. Ja. Dann machen wir hier den City Build rein, beziehungsweise haben wir nicht den Warp? Ich weiß nicht, ob das mit dem Schild auch geht. Schauen wir mal. Warp. Warp. Zack. City Build. Geht das ja auch? Nein, okay, dann müssen wir das demnächst nochmal ändern. Das ist unsere Winterlobby für diesen Winterjahr. Für alle Premium-Spiele hier ist das unsere ja, Lobby, in dem wir hier spawnen. Spawnen wir hier bei der, beim Spawn. Also hier. Voll geil. Wir können aber auch slash spawn machen, so kommen wir auch natürlich auch zum Spawn, das ist logisch. Dann gehe ich mal nach Hause. Home. Können wir direkt auf die Home klicken? Wenn wir nach Hause teleportiert. So. Dann mache ich uns erstmal den schicken Spawn fertig. Ich habe gearbeitet. Heute Nacht sogar noch eher gesagt, so um 2 oder so. Dann schauen wir mal, hier ist der Spawn, dann machen wir den Spawn hier so rum fertig. Slash set warp city build unterstrich 1. Dann nehme ich hier was nehmen wir denn hier für den goldenen Apfel? Den Ofen, ich weiß gerade nicht. Steak, Melonenscheibe, ja, ne, Kürbis. So, slash, blank. Game rule, do mobs, spawning, false.
Warum die hier noch leben, bleibt für mich immer noch ein Rätsel. Aber jetzt bin ich vielleicht dann. Ach, das ist ein Hund, der hier unten ist, nein? Weiß ich gar nicht. Egal, auf jeden Fall stelle ich euch heute auch noch unter anderem meine Firma vor. Und den Shop, den Jena Server Shop. Natürlich noch, ist relativ billig gehalten. Was soll man so sagen? Zuckerrohr 1 Euro. Redstone 5 Euro, eine Kartoffel 1 Euro und Holz 5 bis 10 Euro in der Menge. Also relativ billig gehalten. Aus dem einfachen Grund, dass wenn man hier startet, man nicht direkt Kohle hat. Vielleicht kommen dafür. Wird alles auch in der Firma selbst hergestellt. Also, das Kitchen Panel wird hier alles gestellt. Und alle, die gerne arbeiten, die können gerne hier arbeiten, die haben verschiedene Plätze frei. Also wir haben jetzt hier zum Beispiel die Kantine, um die Essensausgabe zu Kunden, beziehungsweise für die hier arbeiten. Dann haben wir welche, die hier arbeiten, die dann auch an der Warenausgabe sind und das hier dann vom Lager unten dann hier reinbringen und es dann hier ausgeben. Und dann haben wir natürlich noch das Zeug fertig gestalten, sprich auf längere Bestellungen mit Eisenholz, mit Eichenholz und einem Stock, dass wir dann hier sagen, ja, wir machen jetzt hier zum Beispiel eine Schaufel fertig, das heißt, wir machen hier die zwei Stacks hin, wissen die meisten schon, wenn man eine Schaufel und sowas createt, hat dann die Schaufel, bleibt im Inventar und werden hier in die Truhe rein und die Truhe wird automatisch dann ins Lager runter, da können wir mal hingehen. Und von da aus, ich muss noch einen Aufzug bauen, fällt mir gerade auf, und von da aus geht es dann weiter runter. Das heißt, wir gehen jetzt hier erstmal ins Lager. So. Wenn wir im Lager angekommen sind, kommt hier also nichts raus. Genau. Gehen wir ins Lager rein. Wir müssten dann normalerweise die Sachen. Hier ist der Müll. Ja, die Sachen werden dann hier. Hier reingetan. Genau, da sieht man schon die Holzschaufel. Die haben wir oben gecraftet. Hier ist der Müll. Das heißt, wenn wir jetzt die Holzschaufel nehmen, die wir sagen, ja, die wurde falsch gebaut oder die ist irgendwie so, wurde nicht bestellt oder sowas, dann tun wir einfach hier in den Müll rein. Das ist dann immer weg, das heißt, man kann das nicht mehr zurück, und das ist komplett. Und dann hier kommen dann die ganzen restlichen Sachen. Das heißt, wenn hier mal das Zuckerrohr zum Beispiel voll ist oder sowas, kommt das ins nächste rein. Das ist immer so ein Stop-Ding. Und hier ist es natürlich unsere Workbench-Truhe eigentlich. Die meisten, die wir unten arbeiten, werden wahrscheinlich eigentlich nur die Sachen, die wir hier gecraftet haben, auf die anderen Truhen verteilen. So ein Zeug halt und die Arbeiter verdienen natürlich auch relativ gutes Geld. Das heißt, der, wo sagt, nein, ich möchte doch da nicht arbeiten, ich möchte mein eigenes Zeug und sowas machen und das die dann anderen verkaufen, natürlich auch kein Problem. Kommt aber halt relativ viel billiger, logisch. Weil, wenn wir jetzt hier sagen, unser Server-Shop soll uns um einiges billiger sein, wir haben ja schon die billigsten Preise eigentlich, wenn man hier so guckt. Holz 5 Euro, Kartoffel 1 Euro, Redstone 5 Euro, Zuckerrohr 1 Euro ist eigentlich schon relativ billig. Das hat jetzt ein Spieler zum Beispiel, ja, ich verkaufe für 1 Euro dann oder ich verkaufe es an bei euch für 1 Euro oder sowas, können wir weniger geben. Also wenn der sagt, ja, ich möchte den Rest für 5 Euro verkaufen, können wir sagen, nein, 4 oder 3 Euro für den Preis verkaufen wir es dann auch und geben dir dann das Geld damit. Dann natürlich gebrauchtwaren Sachen nehmen wir schon an, wir reparieren die natürlich. Das heißt, wenn ihr sie uns verkauft, nehmen wir zum Beispiel jetzt mal, ihr verkauft uns hier diese Holzschaufel hier. Die ist richtig kaputt. So sagen wir mal so Damage hier in der Mitte oder sowas. Dann sagen wir, wir reparieren die für euch. Verkaufen sie aber zum Beispiel 5 Euro oder sowas. Schreiben wir extra ein Schild. Nicht für 5 Euro, sondern vielleicht 6 oder 7 Euro. Also das ist dann schon ein höherer Preis. Den müssen wir ja auch irgendwie reparieren können. Das ist ja das Ganze. So, schauen wir mal, wie wir das machen. Ist extrem laut, ich weiß schon. Aber es sind unsere Maschinen, die laut sind. Was man sehen dürfte, ist kein Problem sein, hier zu arbeiten. Mache ich hier mal zu. Nein. Mache ich hier so ein bisschen. So. Dass man hier dann rein kann und hier arbeiten kann. Dann machen wir das Reparaturzeug hier. Die laufen noch? Ja, okay. Dann machen wir das Reparaturenzeugs hier. Muss ich halt wieder die ganzen Sachen und so verlegen, aber es ist ja kein Problem. Die Lichter leuchten auch nicht mehr, fällt mir gerade auf. Muss ich mir wieder anschalten.
Das coolste Feature, das ich hier eingebaut habe, ist zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, ja, also ich als Ladeninhaber und Ladenbesitzer bin jetzt zum Beispiel seit jetzt, wie viel Uhr haben wir denn jetzt, wo ich aufnehme, 12 Uhr im Laden oder auf dem Server, dann mache ich das nämlich ganz easy. Schalte ich hier oben die ganzen Lichter eigentlich sind die alle schon an. Schauen wir mal. Ja. Ups. Gestern funktioniert. Ich war gewundert gerade. Das heißt, ich mache die ganzen Lichter an und so und dies und das, damit auch der Laden dann eröffnet ist. Es wäre schön, wenn ihr ja, halt guckt, wie viele Spiele online sind als Beispiel und dann von den Online-Spielern aus drauf kommt. Also es ist kein Problem, ich kann dann auch schmeißen, es ist mir relativ keine Mühe oder sowas, aber wenn die meisten dann selbstständig von euch sind oder wie auch immer, dann geht das Ganze schon. Das heißt, dann so ein schwarzes Brett aufgegangen, das heißt ein schwarzes Brett. Das zeige ich euch mal kurz. Hallo. Okay, das geht dann nur hier anscheinend. Dann müssen wir das draußen irgendwo hin machen, irgendwie. Wenn das geht, wenn nicht, dann muss ich hier halt noch ein Stück erweitern. Das ist ja auch kein Problem. Ich habe hier Platz. Das ist kein Problem. Das heißt, wenn wir jetzt hier sagen, schwarzes Brett oder sowas, hängen wir das natürlich hier hinten. Dafür könnten das dann auch im Server mit slash broadcast oder so. Also das ist gar kein Problem. Das heißt, wenn jetzt wir sagen, hier, wir verkaufen jetzt eine frische Dia-Schaufel oder so dies, verkünden wir das natürlich live im Server oder auch hier im schwarzen Brett oder beides natürlich, das ist gar kein Problem. So, slash time. Dann kann ich nämlich das Licht normalerweise wieder ausmachen, aber ich habe noch gar kein Glas drin. Ne? Das Licht wird natürlich immer noch an, wenn ich das Zeug fertig habe. Wir haben circa 3 bis 5 Stunden, wenn ich mich nicht täusche. Alles haben wir natürlich auch auf der Insta-Story, also von dem her gesehen. So, was ist das für ein Licht? Shop-Licht aus. Hallenlicht aus. Nochmal Hallenlicht aus. Da fängt schon der Server an, leicht zu ruckeln. Schon richtig. Und hier ist die Mensa, die mache ich auch mal aus. So. Und jetzt ist er nämlich. Die Maschinen laufen natürlich immer noch, logisch. Die laufen immer noch. Und das Ganze, was hier gemacht wird, wie gesagt, kommt ins Lager rein. Das ist. Ich sehe jetzt hier gar nichts mehr. So. Kommt bei mir und ins Lager rein. Das mache ich noch einen extra Aufzug für alle Mitarbeiter hier. So. Kommt dann alles hier gesammelt. Dann haben wir jetzt schon 18. Das sieht immer, wie schnell das geht. Das ist echt praktisch. Ich habe überlegt, noch so eine Essensfarm noch sowas zu machen oder sowas. So eine Massenproduktion halt auch noch so mit Essen und so. Das wäre echt nicht schlecht. Das wäre relativ viel Geld bringen, wenn wir das hier hinbauen würden. Ich glaube, ich brauche noch so eine Ofen und so, wo dann den komplett runtergeschnallt wird und alles dann da reinkommt. Wo ist denn das? Das ist doch dann hier. Das heißt, dann muss ich hier legen. Das ist aber auch kein Problem. Das heißt, jetzt mit einfach mal einen Ofen. Dann nehmen wir noch einen Richter. So. Dann bauen wir hier dem Holz, das heißt, es ist hier, dann machen wir das. Einmal, zweimal, genau, jetzt einmal, zweimal. So. Dann mache ich hier erstmal auf. Muss ich den Tisch wieder wegmachen, logisch. Das heißt, wenn. Schauen wir mal kurz, wo die ganzen Sachen sind. Das ist einige. Ist Schachmascher. Dann bauen wir hier direkt runter. Wenn die jetzt dann hier rein, wenn die jetzt dann nach unten gehen, dann können die direkt da rein. Das heißt, wir können hier direkt runter bauen. Da sparen wir uns einiges an Materialien. Ich hoffe, das reicht. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Natürlich können wir das auch Ganze so machen.
an alle, die auf dem Premium Server spielen möchten und so. Bin ich auch am überlegen, ob ich das anstatt ohne Geld mache, ganz einfach so mache mit Spielstunden. Das heißt, wenn der und der so viele Spielstunden hatte, dass ich dann sage, okay, gut, dann machen wir es halt mit Spielstunden. Dass die, wo so und so viele Spielstunden hatten, direkt auf den Premium-Server drauf können. Das Problem ist aber, auf dem Premium-Server ist alles von euch weg. Das heißt, ihr habt kein eigenes City-Build mehr. Dies, das. Das heißt, ihr habt keine Kohle mehr, wenn ihr Kohle habt. Also Geld, ihr habt dann nichts mehr. Das heißt, ihr alles sollt nochmal neu aufbauen. Hat aber natürlich den Vorteil, dass ihr andere Features habt. Das heißt, wenn ihr sagt, ja gut, ich auf, dass ich lieber neu anfange, gut, dann habt ihr Features nicht, die wo dann bei den Premium-Users sind. Die Features werden, wie gesagt, wie ich glaube ich auch schon mal gezeigt habe, dieser Chat, dieser Farbchat, den wo ich jetzt zum Beispiel auch habe mit H in Rot oder sowas, natürlich logisch, das ist natürlich auch alles dabei, aber halt nur auf dem Premium-Server. In anderen Servern ist das nicht dabei, bei uns. Das ist nur auf den Servern so. Und auf anderen Servern wird das nicht so sein. Ganz einfach. So, mache ich das hier, dann mache ich die hier. Die nach unten. So, das heißt, ich kann hier noch den Ofen hinbauen. Dann mache ich nämlich hier wieder zu. So. Ganz easy. Und dann können wir das auch mal ausprobieren mit einem einer Holzkohle und einem Fleisch. Hier. Dann machen wir mal Holzkohle rein, Fleisch. Okay, passt. Und hier zurück auf den Spawn. Dann müsste ich noch die Nachricht ändern, dann passt alles. So. Ich wollte irgendwas machen. Achso, das Plugin fehlt mir noch. Stimmt, da war ja was. Da war ja was. So, schauen wir mal, wer das zu Hause ist. Schauen wir mal, wer das hier ist. Nicht schlecht. Und natürlich die Nachrichten gesorgt auf Deutsch, das ist Beta, das wird die Nachrichten natürlich noch auf Deutsch geben, das ist gar kein Problem. So, schauen wir mal, ist der schon fertig? Ja, okay, dann schauen wir mal runter. Ins Lager. Ob das Zeug schon angekommen ist. Wenn nicht, dann. Ja. Dann haben wir die Arschkarte gezogen. So, schauen wir mal. Ich sehe, glaube ich, gar nichts im Moment gerade. Aber jetzt sieht er wieder das gut. So, schauen wir, ob das Flash angekommen ist. Wenn das Flash angekommen ist. Was es auch ist. Geil. Tun wir das hier alles mal schildern. Mit Pfeilen, die Pfeilen machen wir natürlich selber, logisch. Zack, zack. Fleisch. So, natürlich Fleisch da rein. Dann mach. Reicht das? Zack, 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 zack. Ja, okay, passt. Dann machen wir. Zack, zack. Baustoffe. Dann machen wir hier. Farmstoffe. Ich weiß, es wird vielleicht dasselbe sein, aber das ist relativ egal, weil bei Baustoffe kommt Holz und so weiter rein und hier kommt halt Erze und so weiter rein. Kein Problem. So, was haben wir denn noch? Was das war's. Ach du Kacke. Überfragt, wie man das schreibt. Was gibt's eigentlich Google, Leute? Für was gibt's Google? Accessoire. So. Also das war's, zählt unter Wolle, bunte Gläser, noch Rüstungen, und so ein Zeug halt, also, ja. So, dann kommt jetzt das ganze Zeug hier rein, das läuft relativ gut, wir können das Ganze noch aufspeeden, aber ich habe darauf gar keinen Bock.
Wir könnten natürlich noch mehr produzieren, das wäre aber auch nicht schlecht. Wäre nicht schlecht, dann würden wir noch mehr Kohle machen. Klar, kein Problem. Halt noch ein paar, das ist ja kein Problem. Da brauche ich noch 80. Ich brauche noch 80, ja. Ich würde halt mal das Licht anschalten, dann würde man auch was sehen halt, ne? Ich brauche ja bloß die Halle, ich brauche ja nicht den Rest, weil ich ja nicht. Ich ja mit nichts mache, ich mache ja nur in der Halle das Zeug, das heißt, ich brauche nur das Hallenlicht. Das ist das Gute. So, dann machen wir den nächsten einfach der gegenüber. Also hier. Machen wir mal das da. Oh fuck, das ist ja nicht hier. Scheiße. Ganz lange. Ich muss ganz Zeug kommen. Scheiße. Muss ich wieder alles aufreißen, Alter. Fuck. Egal. Mach das aus. So, weil die nervt mich langsam so. Nehmen wir hier unten die Erde mit. Wasser brauchen wir auch nicht. So, das heißt, wir bauen jetzt vieles Zeug weiter. Wir werden jetzt die Erde bauen nochmal komplett wie auf der anderen Seite auch. Hier freilassen, hier bauen, hier. Also wir machen ein komplett stabiles Bild. Auf beiden Seiten. Das müsste nicht da reinflutschen. Egal, sammeln wir einfach mal kurz auf und schubsen einfach da rein. Zack, zack. So. Manchmal geht's nicht, das ist ja gar kein Problem. So. Wassereimer. So. Hier. Ups. Hier, dann machen wir hier noch. Und den Rest noch alles befüllen wir damit. Dann machen wir die Sachen noch hier hin. Schon 22 Minuten geht diese Folge. Das ist relativ großzügig von mir. So, dann machen wir die Sachen nämlich hier hoch. Das heißt, wir brauchen hier hinten noch einen Redstone, der rumläuft. Dann machen wir die Sachen nämlich noch hier hoch. Das heißt, wir verbinden einfach diese Sachen hier. Dann brauche ich ja gar nichts mehr drum rum machen hier. So dumm bin ich auch. So. Das heißt, die laufen alle beide. Das heißt, wir müssen hier eine komplette Schiene ziehen. Das ist nämlich die Kacke. Dann laufen die aber natürlich halt so auf, aber das ist ja gar kein Problem, weil die wachsen ja so oder so. Die brauchen ja kein Licht zum Wachsen und das wird auch gar keinen Unterschied machen, ob das Licht jetzt anders ist oder nicht. Schätze ich jetzt zumindest. So, dann bauen wir direkt den nächsten. Zack, 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 zack. Weil dass ich hier um das Redstone laufen und hier gehen die Repeater durch, ist das gar kein Drama. Außer was falsch so wie ich gerade dann machte, dann ist es einfach nur ein Drama. So. Weil ich muss sagen, wenn der Rest ist eigentlich im Moment noch Nebensache. Das heißt, wenn die Firma läuft und alles, kann man den Rest natürlich auch nochmal schön sich durch den Kopf gehen lassen, wie, wo, was und so, logisch. Und ja. So, dann machen wir den Verstärker hier rein. Den hier, den hier, den hier, den. Den hier, weil machen wir so eine Massenproduktion auf. Das ist dann die jener Massenproduktionsfirma auf jenaimdesgaming.de. War Spaß, Mann. Müsste ich sein. Warum zum Fuck ist der an? Warum zum Teufel ist der an? Egal. Machen wir einfach weiter. Der ist auch an. Der ist anscheinend auch an. Leitet das nicht? Das weiß ich nicht. Weil hier ist halt nichts mit Redstone, das wundert mich gerade komplett. Egal, so. Komplett mal drüber. So. Hier brauchen wir gar nichts. Ich hatte ja gesagt, ich habe die ganze Nacht gearbeitet, fast an dem Zeug. Dann machen wir die komplett hier hinter.
So, dann machen wir noch die Verstärker rein. Da eine. Hier eine. Und hier eine. Dann machen wir hier noch eine rein. So ganz nebenbei. Dann können wir die Maschine nämlich wieder anschalten. Dann laufen die Sachen auch normalerweise. Schauen wir mal, ob es läuft. Ups. Nee, okay, die laufen nicht. Okay, das heißt schon ein bisschen nicht mehr. Mal das Licht ausschalten, vielleicht laufen die dann, ich weiß es nicht. Vielleicht liegt dann Licht, aber ich glaube nicht, dass das am Licht liegt. Ich hätte null Ahnung. Glaube ich nämlich nicht. Schauen wir mal. Zack. Wenn nicht, muss ich das scheiß Licht anders legen. Ich habe darauf gar keinen Bock. Und der Server lag schon wieder ein bisschen rum, hat gerade ein bisschen rumgelegt, der Server, aber es ist gar kein Problem. Okay, es liegt doch am Licht. Es ist relativ gut. Also es läuft relativ gut, finde ich jetzt persönlich mit dieser Produktion. Und der Server steht still. Ah, okay. Er hat nur ein paar Leck. Schauen wir ins Lager, ob das Ganze hier auch läuft. Wenn es im Lager passt und alles, dann müssen wir das Ganze mit Nachtschicht regeln. Also Nachtsicht, nicht Nachtschicht. Ja, so, schauen wir mal. Hier müsste ja auch alles locker laufen, müsste sogar schneller laufen, ja. Man kann halt diese Produktion von den Sachen nicht verschnellern, das ist das Problem. Wenn man es verschnellern könnte, dann würde ich das wahrscheinlich noch mal verschnellern. Das also dann gehen wir ab ins Gaming-Zimmer, die Maschine, dann passt es auch. Ab ins Gaming-Zimmer, um meine Aufnahme zu beenden. So, Licht an. Also, das ist mit dem Video hier, wie wir die Firma da gebaut haben und ich euch den selber ein bisschen vorgestellt habe. Und ich würde sagen, das ist mit dem Video. Ich bin Jena, ich bin raus. Habt noch einen schönen Tag und noch ein paar schöne Weihnachtstage nach Weihnachten. Obwohl das Wochenende schon wieder naht. Bis zum nächsten Video. Ich bin Jena. Ich bin raus. Auf Wiedersehen und ciao.